Nach unserer Mega-Session endlich wieder eine Runde GTA Online. Diesmal natürlich wieder eine normale Folge. Wir wissen noch gar nicht genau, was wir machen. Aber da vorne kommt der Benny auch von den Circle of Alchemists, die auch ein bisschen Mucke immer für die Superhomes machen und Benny. So. Oder hier auch im Outro der Track. Der kommt jetzt auch mal vorbei hier. Und wir gehen uns mal ein bisschen Muni kaufen, weil wir hatten ja in der letzten Folge ziemlich viel ausgegeben, will ich mal sagen. Ne? So ein bisschen Munition ging drauf. War extrem schwierig. Die letzte Folge. Die Boah, hast du deinen Kaffee Folge. Getrunken? Tobi, hast du deinen Kaffee getrunken? Ich habe eine ganze Kanne getrunken. Oh, da bist, das heißt, du bist jetzt ein bisschen hyperaktiv. Ich bin jetzt voll aufgeregt gerade. Also wie immer. Aber das größere Magazin lohnt sich wahrscheinlich auch für die Dings, oder? So, für die MP? Die ist voll. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du bis zu 1800 mitnehmen. Oh, ich habe Haftbomben, ich habe größeres Magazin gekauft, aber der sagt mir immer noch, dass Schuss voll ist. Ja, das ist aber längere Zeit bis zum Nachladen, glaube ich, ne? Ich muss dringend mal überweisen auch. Mir? Naja, dir nicht, leider. Ich wünschte, ich könnte dir was überweisen. Ach, man kann sich ja sogar Schuhe kaufen. Hat man dadurch einen Vorteil? Schuhe? Die Füße werden nicht nass. Das ist ganz neu. Oh. Schuhe. Ach, guck mal, hier gibt es ja auch Sonnenbrillen in Ammunition. Wie geil ist das denn? Oh nein, da habe ich jetzt wieder was gesagt. Nee, ich will eh mal mich neu einkleiden übrigens. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, auch mal ein paar neue. Vielleicht machen wir heute so ein Schnöbis, ne? Mal ein bisschen Ruhe hier jetzt, ne? Ja, genau. Ja, komm, wir mal mit anfangen. Folge echt Action. Ey, ich will fahren da. Okay, ich fahr mal am Walle mit. Ich fahr mal am Walle mit. Wo ist denn der Benny? Benny müsste sich da vorne irgendwo rumtreiben. Der ist Walle, warte doch mal! Achso, hier spring rein, Alter. Ich hab grad so eine coole Country-Musik gehabt. Da muss ich direkt losfahren. Okay, warte. Ich bin drin. Drück aufs Gas, Junge. Yeah, geil. Wir fahren jetzt hin. Klamottenladen, ich markiere mal eben, ja? Ja, markier mal. Du kannst auch mal markieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir auf einem Crew-Server zocken. Also jetzt nicht online. Fahren wir in die Stadt? Fahrt ihr in die Stadt? Ja. Ich muss ja zugeben, wir müssen es trotzdem mal wieder machen mit dem Online-Zocken und sowas. Ja, das stimmt. Aber da muss man sein Freund Geld Ameisen. Ja, natürlich, den vermisse ich schon wieder ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Nähe und Zärtlichkeit. Rennen oder sowas können wir auch alles mal machen. Ja. Warum ist ich habe meine Karre nicht. Ah nee, wir kriegen ja eh Karren gestellt, ist ja egal. Fahrt ihr in die Stadt zum Klamottenladen oder hier? Nö, da unten bei Sandy Shores, oder? Ah ja, okay, gut. Easy. Oh, da kommt ein Zug. Huh. Kauft ihr ein Ticket? Ja, man muss noch mal ganz klar den Tobi loben, ja, das Ende der letzten Folge war wirklich oberspannend. Wir haben extra eine Domain eingerichtet, tobiloben.de, da könnt ihr euch eintragen. Gibt's wahrscheinlich wirklich. Ich würde mal gerne wissen, wie viel das versuchen. Von uns, zur Info. Warte mal, ich muss mal was Lustiges machen, Gong, sonst ist mir das zu langweilig. Wieso fahr ich noch bei dir mit? Wieso fahr ich bei dem Spongo mit? Aber gut gelandet. Boah, Alter, das wäre eigentlich ein Monster-Stunt gewesen, oder? Ganz ehrlich. Die Monster-Stunts müssen wir auch mal alle abklappern, ne? Ach, ja, gibt noch viel zu tun hier. Aber war lustig, komm, so ein bisschen Jumpy-Style. Doch, war gut, hast du auch gut wieder heute gekriegt. Muss sein. Ey, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist hier zur linken Seite mal das Gefängnis zu besuchen. Kriegst du gar keinen Stern mehr da rein. Den Wagen auf ja, ich bin da mal auf den Turm geklettert, es war sehr schön. Ja? Es war, ja. Dinge sind geschehen. Hier zu dem hier fahrt ihr da was? Ach, hier. Ja, und was haben schon? Das ist doch so ein Billo. Ja, nee, die haben doch, sagen. Nein, die haben noch alle Klamotten in Online-Modus. Online haben die doch eh alle Klamotten. Nee. Ach so. Nicht. Na klar. Nee, du musst dann auch in die teuren Geschäfte. Oh, ich hab voll die blauen Flecken vom letzten Mal. Guck mal, hier ist mal der Limo. Komm, wo sind die Hosen? Wo sind die Hosen? Oh. Ich glaube, ich mach mal hier so ein bisschen. Alter, ich mach mal was anderes jetzt einfach. Du siehst aus wie so ein... Ja, bitte? Schöner Mann. Cool, dass man das T-Shirt voll gut sieht, wenn man die... Ich muss erstmal die kugelsichere Weste hier ausziehen, ey. Ja, ich zieh, glaube ich, auch was Neues an hier. Die Verkäuferin freut sich bestimmt gerade voll. Die hat heute Hochkonjunktur. Wer denn? Die Verkäuferin. In 10 Jahren kommen nicht mehr so viele. Ach geil, du kannst, wie geil ist das denn? Du kannst Jacken über ein Hemd und so anziehen. Wie geil ist das denn? Ja, wirklich? Boah, das ist ja Affesumme. Wie kann ich nochmal auf mein Inventar zugreifen? Select gedrückt halten. Select gedrückt halten war das genau. Und dann Inventar. Ich muss aber gerade die Weste erstmal ausziehen. Übrigens. Ja, genau, das meinte ich doch. Ah, okay. So. Huch! By the time we hit that Chatter Town, die Musik ist super. Shit ja nicht, den wir hier kaufen könnten, theoretisch. So. Bisschen zu Quatsch. Oh Gott, ich sehe aus wie eine alte Oma, ey. Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare. Lieber das Shirt hier, das rote oder lieber das weiße? Ich tendiere immer zu weiß, aber ich bin da ein bisschen eingerostet. Das ist eben mal interessant zu wissen, was die Leute so privat tragen, finde ich auch. Also ich trage nichts. Verantwortung. Ja, du sitzt immer nackt vorm Rechner. Oder so. Du, Alter, du bist ja Nudisten-Let's-Play.de. Ich finde das übrigens cool. Ich finde das übrigens cool, dass man so Narben und sowas dazu kriegt, wenn man stirbt. Ich habe schon drei Einschusslöcher am Körper. Und mein linker Arm ist schon Aber die gehen auch wieder weg, oder?
glaube, die bleiben. Nee, also wenn die immer bleiben würden, wie würdest du denn nach einer Zeit aussehen? Ja. Also wie Trevor. Allein nach unserer Folge, wo wir uns alle gegenseitig immer umgebracht haben, dann würden wir jetzt Stil sehr ähnlich sein. Ja? Stil. So. Verstehst du? Nein. Die Lederjacken sind irgendwie uncool. Verstehen die? Die Lederjacken sind irgendwie ein bisschen uncool, finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja, das stimmt. Ja, ich habe mir die rote jetzt mal geholt, die geht eigentlich von denen. Oder Bannister. Oh Gott, dann so eine Asi-Hose, Alter. Ich geh mal Bier holen. Aber Cappies sind auch mal geil, dass es welche gibt. Gott. Oh Gott, Alter. Über Mützen, was ist das? Ach du Scheiße, ich sehe aus wie... Wie in echt wahrscheinlich dann. Was sind die? Ohrenschützer. Verstehen die? Ja, sieht echt scheiße aus teilweise. Warum kauft man, soll man sich einen Helm kaufen? Kriegt man noch... Alter, gibt's hier auch gibt's hier auch Sonnenbrillen in dem Laden? Ja. Das würde gehen. Ne, das sieht kacke aus hier, Leute. Doch kein Trikot. Was soll denn daran Trikot sein? Das ist ein cooler Pulli. Kann man sich hier keine Hosen kaufen, keine Schuhe? Wer steht denn hier wieder halb nackt? Ach, guck mal hier. Der Ben hier ist einer der harten Sorte. Ist gerade aufgestanden. Aber er hat Kopfhörer auf dem Kopf, das passt ja. Krass, Alter, er läuft hier mit Tanktop und Unterhose rum. Egal. Ich glaube, ich lasse den so. Ganz wo gibt's denn hier Sonnenbrillen? Elegante Schuhe. Ach, guck mal hier. Alter, was? Ja, die Alchemisten rennen echt nice. Und die rote Lederjacke, die du hast, finde ich nicht schön. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde, ich wollte mal was anderes machen, weißt du? Nicht das Übliche und ich laufe ja sonst auch immer gleich rum. Wollte ich einfach mal ein bisschen Farbe bekennen. Kann man sich denn hier Hosen kaufen? Oh nein. Hier hinten? Hier hinten? Wo denn? Wo bist du, Tobi? Hier. Hallo. Ja, ich komm ja, ich komm ja. Oh, was hast du denn Geiles an? Ah, sexy. Uah. Könnt ihr mal aufhören, euch zu paaren in der Folge? Nur noch ein paar Mal, bitte. Na gut. Ach, da gibt's Sonnenbrillen. Ah. Bin ich die ganze Zeit dem Walle nachgelaufen? Das solltest du niemals. Lass das nicht den Dennis hören. Ja, ich dachte wegen Sonnenbrillen und so. Jahrelange Freundschaft und so, weißt du? Läufst du dem Ball hinterher, den Ruhm. Was für beschissene Brillen es auch gibt, ne? Ja, mega scheiße. Putzbrillen finde ich eigentlich ganz cool. Was brauche ich, eine Pilotenbrille? Luxusbrillen. Die Luxusbrillen sehen auch extrem scheiße aus. Und dass man nicht die Schuhe mit einem bestimmten Level nur kaufen kann, finde ich auch ganz ehrlich. Das ist. Lohnt sich vor allen Dingen gar nicht bei den Schuhen, teilweise. Ja. Also die Schuhe sind größtenteils irgendwie scheiße, oder? Ich finde es allgemein sehr merkwürdig, was man da freischaltet, so Sachen. Alter, was ist das denn? Die Hipsterbrillen sind da super ekelhaft. Gott. Teilweise sind auch ein paar coole noch dabei. Ich habe ein, zwei, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ich habe ein bisschen was von Paris Hilton. Du hast nicht alle hier. Der Sarazar hat lange ja kein Selfie mehr gemacht. Soll ich das nicht ansprechen? Doch, mir egal. Kannst du gerne machen, oder? Ich nehme mal diese Turnschuhe hier einfach. Die sehen zwar in der Spitze ein bisschen komisch aus, weil da ein kleiner Grafikfehler ist, aber... Ich mache jetzt einfach mal was an. Ich mache jetzt mal einfach ein anderes Outfit als sonst immer, so. Juhu, da sind die Alchemisten. Hatten die Heideltraut für Zähne, Alter. Heideltraut, was mit deinen Zähnen los? Steck die mal ein. Das ist der Blasmund. So verdiene ich noch mein Geld hier. Du hast voll den Maulwurfmund. Duckface. Wie zieht man denn, übrigens, was ich noch sagen möchte, ist, wenn man... Guck mal hier, die geht auch, die Hipsterbrille, finde ich zum Beispiel. Die Dennis, bleib mal so stehen. Bleib mal stehen. Was ich sagen wollte... Mit den Hipsterbrillen kann ich nichts anfangen irgendwie. Aber die sehen doch ganz okay aus. Wenn ihr im Rockstar Social Club bei der Slay Massive Gruppe guckt, da könnt ihr euch ansehen, welche Selfies wir immer machen. Also ihr könnt euch alle Bilder da ansehen, das ist eigentlich Tobi, hast du mich mit drauf? Hast du mich mit drauf? Ja, warte. Komm, wir machen ein Hochzeitsnachtsfoto. Was? Was es da für Hüte gibt. Also du hast ein bisschen was von Ray Garvey, kennst du den? Nee, wer ist das? Hier, der von Voice of Germany, der dieser Rocksänger. Ich gehe mich noch einkleiden. Ach, Ray! Ich sehe ein bisschen aus wie der Timbo. Ja, genau. Ich finde, wir sollten uns alle hässliche Holzfäller-Shirts kaufen, damit rumlaufen. So ein Partnerlook, alle zusammen. Ich habe mir einfach mal so eine billige Cappy geholt. Die ich sehe ein bisschen aus wie der Sascha, muss ich sagen. Ja, ja, Alter, ich hole mir auch nochmal... Guck mal, wie... Geil, guck dir mal schnell die Hüte aus, an. Alter. Alter, die Beanies, Alter. Ich hole mir jetzt irgendeine hässliche Mütze und lauf damit rum, ist mir egal. Aber die Mützen, finde ich, gehen ja fast noch im Vergleich. Alter, nee, nicht bei mir, Alter. Das ganze Knicken. Das sieht aus wie ein Kondom auf dem Kopf, ein halb abgerolltes. Ein Cowboyhut geht natürlich klar. Wo sind die Cowboyhüte? Alter.
Was hat Ben denn an? Obwohl die sehen halt nicht so Alter, geil aus. Alter, was hat der Socken mit Sandalen? Ja, ach, der weiße Scheiße. Ist nice. Oh, den weißen anderen will ich haben. Scheiße, der würde super passen auch gerade zum Outfit. Hier, guck mal hier, der Timbo spielt mit. Shit. Brauner Cowboy-Hut. Was hat der Alchemist denn an, der Braune Alter? Ist nicht so richtig geil. Ich finde, wir würden gut zusammenpassen hier im Spiel. Guck mal. Bleib ja, stehen. Der Fedora geht auch, aber der ist auch super. Der Reiche und die Schöne hier. Paris Hilton und Harry Weinfort. Wobei, ich sehe ein bisschen zu langweilig aus, finde ich. Warte mal. Du hast voll die Hamsterbacken. Ja. Ja, irgendwie sind die gar nicht so geil, leider. Ne? Ist alles ein bisschen mau. Ja. Vor allem mit den Haaren sieht das voll behindert aus. Die Leinenhüte, Alter, das geht überhaupt nicht. Ah, warte mal, da ist noch was weiter unten. Helme. Dennis, siehst du die bitte Helme was geht an? Auch nicht. Den habe ich doch, den Crosshelm. Warum muss ich dafür nochmal Geld? Boah, der schwarze Helm, den nehme ich. Wieso gibt es bei den Caps eigentlich nur so wenige? Alter, so eine Rumpelmütze könnte ich mir natürlich holen. Mikrofon muted. Boah, da gibt es den Totenschädelhelm, der ist nice. Naja. Wo kann man sich Hosen holen, Tobi? Hier. Sorry, Freunde, für die, aber wir hatten ja in der letzten Folge genug Action. Ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen was. Ja, genau. Ne, easy. So. Die Kondommütze, Alter, aber die geht nicht. Kann ich nie machen. Wir haben ja nochmal eine neue Hose holen. Wo gibt's denn Hosen hier, Jungs? Da vorne? Die hängen da so rum. Am Fenster vorne, am Schaufenster. Hilfreich, Oberteile, ne? Ja. Ja, weil wo Hosen sind, gibt's auch nicht unbedingt Hosen. So, jetzt habe ich mir einfach mal Kopfhörer geholt. Einfach nur, weil ich mir keine Mütze holen wollte. Hä? Wo, ach, da vorne. Genau, da wo Heideltraut steht. Schick Heideltraut. Willst du den Style von Alchemisten machen? Ja. Finde ich ja nicht ganz cool so. Warte mal. Mikrofon muted. Heideltraut, bleib mal ohne Hosen, das ist, sieht gut aus. Ja, ne? Das ist wie blaue Jeans. Das geht aber klar. Du siehst aus wie so ein Perverser im Park. Entschuldigung, jetzt bin ich richtig. Ich nehme mal die blaue Jeans einfach hier gerade. Kann ich ja, geil. Mal. Hammer, oder? Ich finde, wir sollten irgendwann, vielleicht nicht jetzt, aber wir sollten irgendwann mal echt flitzen gehen, alle nur Unterhosen aber anziehen und dann so rumlaufen. Sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, natürlich, das machen wir aber mal, ne? Guck mal, was sonst noch für Sonnenbrillen gibt. Mittlerweile bin ich ja ein bisschen weiter. So, ich glaube, ich bin durch. Ich bin auch langsam durch. Einmal wieder was Neues angezogen. Muss auch mal sein. Da hilft kein Meckern. Warum nach der Mega-Folge letztes Mal? Ja, eben. So, Geralt hat Probleme am Pier. Da können wir auch eine Mission machen. Wieder 1 bis 4 Spieler wäre fast perfekt. Perfettimo. Boah, die Pilotenbrillen sind überhaupt nicht übertrieben teuer. Nee. 4000 gebe ich doch nicht für eine Sonnenbrille aus. Das sind ja ganz neue Töne. Die graugraue Polizei, die nehme ich mal mit einfach, weil die gerade da ist. Sonst immer unter 4000 kaufe ich nichts. So, hier. Die Brillen sehen auch nicht so stylisch aus. Ich bin fertig. Alter, nicht dein Ernst, oder? Rumpel? Rumpel bist du, ist halt. Aber ey, Rumpel. Geil, aber mit den Flipflops hin. Sag mal so stehen gerade, Dennis. Gerade nochmal zu mir gerutscht. Bitte. Ich würde gerne ein Foto machen von dir. Ja, ich mach. Ey, du hast voll die Knorpel auf deinem Rücken. Ja, ne, voll ekelhaft. Das ist, Alter, wie ekelhaft. Da hat der Tobi mir letztens die Pickel ausgerückt. Warte, bleib mal stehen. Nicht drehen, bitte. Bah, das sieht voll ekelhaft aus. Das sieht aus, als würdest du bei Walle machen gerade, weißt du, ja, ne? Ja, mach ich ja. Warte mal. Ach so. Warte mal. Warte, bleib mal stehen. Das ist ja unfassbar. Von so einem ekelhaften. Alter, lass das mal. Was hast du denn für Strange Kopfhörer? Geh weg. Ich hab mir. Oh, sehr cool, ja. Ich weiß nicht, wer sie die holt, weißt du? Die möchte so gern Beats bei Dre, ne? So, womit fahren wir denn? Weil wir haben nach vorne geparkt. Naja. Ist ja deine Karre, ich lass die mal fahren. Meine Park mal irgendwo. Schnell ein neues Auto bald. Ja. Ah, warte mal, ich muss, bevor ich jetzt also die Scheiße baue, weil ich habe so viel Bargeld dabei. Willst du noch einzahlen gerade? Kurz mal einzahlen, ja. Solltet ihr alle machen, wahrscheinlich besser. Nee, haben wir schon. Tobi. Ah, da schon. Na? Ball läuft jetzt wirklich so rum? Tobi, komm, wir fahren mal irgendwo hin, wir beide. Ich sehe schon. Was, wie fahren die denn die alle hier? Ach, will ich doch gar nicht. Du brauchst nicht mit mir wegfahren, du musst es nicht hupen, dass ich einsteige. So, Tobi, guck mal, wir beide ganz alleine hier. Ich geh. Boah, die fahren ja alle scheiße. Kann ich mich jetzt hier auch anziehen wieder? Nee. Nee? Muss einen Kleiderschrank machen, okay, oder? Warte, ich zieh mal ganz kurz was an, Tobi. Nee, bleib doch so, Alter, ist doch lustig. Ja, ich hab mir gerade nur was angezogen. Geht das so, Tobi? Ach, schade.
Was hast du denn angezogen? Presa oder was? Eine Schutzweste. Wir fahren ein bisschen Halfpipe heute. So, die Frage ist, was machen wir als nächstes denn? Machen wir eine Mission oder machen wir das mal geil. Mission, Rennen, was wollen wir machen? Ich habe eine Mission, aber nur 1 bis 4 Spieler. Also was machen wir mit dem Alchemisten dann? Ich weiß nicht, der ist ja so schüchtern, der sagt ja gar nichts. Der ist ja auch nicht im Pferd. Benny. Wollen wir die starten oder ich weiß nicht genau. Ja komm, starte mal eine Mission hier. Ich bin auf jeden Fall geschützt. Soll ich mal machen? Ja, lass uns doch mal ein bisschen Kacke machen hier gerade, oder? Wir machen doch immer Kacke und dann sterben wir und haben kein Geld mehr. Sollen wir mal ein Rennen machen, so mit einem eigenen Punkt. Wir können auch ein richtiges Rennen machen, dafür gibt's ja irgendwie 30 Milliarden, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, ne, das haben wir noch gar nicht gemacht. Pass auf, ich mag nicht abschießen! Ich war's nicht. So, Kinder. Ja, Papa, guck mal nach dem Rennen in der Nähe. Und ich fahre in der Zeit ein bisschen irre rum. Hier ist direkt ein Rennen in der Nähe. Alter, was machst du denn? Ich mag gar nichts. Okay, Baby, bist du bereit? Rock'n'Roll! Bam! Ich muss leider, Tobi, nicht! Tobi, das ist ganz lächerlich! Knast fahren! Bist du bekloppt? Doch, klar. Nicht in den Knast! Ach so. Wenn in den Knast wärst, da haben wir sofort 4 Sterne. Yeah! Und du hast Seife am Hintern. Oh. Mit deinen langen blonden Haaren. Was machst du da, Tobi? Ja, das, guck dir doch mal das Auto an. Wie geil das aussieht, wenn wir beide da so drinnen sitzen. Ja, ne? Sieht echt lustig aus. Können wir nehmen einen anderen Wagen? Oh yeah, schöne Echo. Hier kommt er noch. Ich lenke mit meiner Schönheit ab. Oh geil, er hat auf deine Brüste geguckt. Oh. Hat er ja viel zu gucken. Yeah! Geil. Und hier nochmal drüber, komm. Ja, der Wagen hat mich deutlich schneller vorgestellt. Irgendwie schon, ne? Yeah! Der sieht so extrem geil aus. Nimmst du wieder Abkürzung? Ja, ich probiere was aus. Und zwar jetzt. Yeah! komm schon. Ja, Mann! Ja! Okay, jetzt setzen wir nochmal zurück. So. Ich meine, das Auto ist doch dazu da, ein bisschen Schrott zu machen, oder? Das ist ja dein Auto, mir ist es egal. Ja, mir auch. Ist ja nur mein virtuelles. Wenn du Reparaturkosten sparen willst, mach einfach nochmal schnell neu ein. Ja! Yeah. Solange ich das Rennen nicht mit der Kiste machen muss, alles okay. Ach du Scheiße. Aber souverän. Ja, Stunt-Driving machen wir ein bisschen heute. Und jetzt geht's ab hier. Was mit Dennis und Heidi? Wer ist jetzt Heidi? Tobi und Heidi meine ich natürlich, entschuldige. Wegen den Haaren von Heidi meine ich. Wir fahren euch hinterher. Ich habe aber gerade eine Einladung zu einem Landrennen bekommen. Ach! Mit Treckern oder was? Nee, das ist dann mit so... Da kam gerade der Zug. Off-Race. Off-Road, sorry. Ich glaube, da müssen wir aussteigen. Dass wir mal ein Rennen machen hier, da kriegst du ja Knete für. Oh, oh. Alter. Wir kriegen den Zug. Bist du bereit? Ich bin eh nicht mal im Wagen. Ach so. Machst du keinen Zugstand mit mir? Ich wollte ein Rennen fahren. Ich hoste euch jetzt ein Rennen. Sandige Zeiten. Wenn ihr Bock habt, natürlich nur. Pam! Natürlich. Okay, so, meine Karte ist langsam ziemlich eingedeut. Alter! Mach erstmal ganz normal. Alter, wenn dieser Dennis mich jetzt noch einmal tötet. Ich ramm mal die Alchemisten ein bisschen weg. So, ich hab euch gerade mal eingeladen. Okay. Ja, stimmt. Und auch die Alchemisten sind eingeladen. Was macht der denn da, Alter? Achtfacher Salto, Mann. Sandige Zeiten! Also, ich hab auf jeden Fall Stuntrennen vom Feind. Yeah, gemacht. Tobi und Heideltraut. Juhu, und Ballistik tritt auch noch bei. Hä, wieso? Kommt du hast jetzt? Spielsuche offen. Ach so! Ja, musst du geschlossen machen. Weil wir sind jetzt wieder in der öffentlichen Lobby quasi. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte nur aus aktueller Sitzung einladen. So, Playmassive tritt noch bei, dann spiel mal. Ich bin am Start. Dann lese mal vor, worum es geht. Ein Beispiel dafür, wie Los Santos aussehen würde, würden nicht Millionen von Dollar für Bewässerung ausgegeben. Geländestrecke durch die Gran Senora-Wüste. Senora-Wüste. Hab ich noch nie gemacht, aber gut bewertet. Ach du Scheiße. Oh, Dünenbuggy. Was? Das Problem ist, ich bin jetzt natürlich auch der Schlechteste im Fahren hier. Alter. Nach meiner Erfahrung damals nehme ich natürlich die Sanchez. Nachmacher. Was? Ich hab doch letztens so gut Motocross gefahren. Ich nehme den Blazer. Ist das ein GTA-Rennen? Können wir ihn abknallen? Ach, weißt du was? Was soll es?
So, sind alle bereit? Ich bin bereit zum Spielen. Los geht's. Ich sehe so geil aus. So, drei von fünf sind bereit. Alter, was mach ich? Ich hab auch so eine komische Zähne jetzt. Okay, ja, das ist eine blaue Maschine. Was denn los mit den Zähnen? Du hast Aggression wahrscheinlich eingestellt oder sowas. Ah, Mist, ich hätte eine rote Maschine jetzt wählen sollen, egal. Hast du auch ein Motorrad? Haben wir alle jetzt ein Motorrad? Sieht so aus. Ja, außer Alchemisten. Der kommt gleich Helm, Heidi. Alter, ja, ne? Mit seinem dicken Auto da. Aber echt. Der natzt uns alle jetzt weg. Und Ballistik auch. Eins, go! Oh, voll der Ruckler erstmal zum Start. Ja, ja, so. Ja. Wer startet denn da als Erster unverschämterweise? Ich weiß es nicht. Der Hoster. Ach, das ist das. Boah, Alter. Ist das. Play Massive ist auf Platz 1. Nein, wow. Bei mir bin ich nicht auf Platz 1. Boah, Ballistik mit dem 3. Jeep. Ballistik mit dem Jeep ist ganz vorne. Krass. Wie kann der so schnell fahren? Mit dem Dune Buggy, der ist bei mir vorne. Genau, meine ich ja. Nicht mit dem Jeep. Wow. Ja, Tobi, nee, ist klar. Ja, nee, du, nee. Wow. Ja, der Squad hier ist ja mal geil. Alter, ich hab hier den Gronkh vor meiner Nase. Wow. Oh nein. 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 Ich bin gestürzt. Alter, wie bitter. Alter, ich bin voll genau da drüber. Es war ja eine Katastrophe. Also ja, dank euch hat mich das Auto nicht mehr erwischt. Wheelie. Ah, vielleicht besser dann. Nein, wow. Bin ich auf dem letzten schon wieder, oder was? Nee. Nee, du bist Erster. Heideltrat ist auf dem ersten Platz. Wie kann das denn sein? Ja, das ist irgendwie kurios. Alter, ich war so gut. Ich wollte dich gerade überholen. Dann ich weiß, ich hab's gesehen. Ich hab genau einen Millimeter, hat er mich nicht erwischt. Ja, Alter, jetzt ist Aufholjagd. Ich kriege euch noch, ihr Penner. Niemals. Hast du mich gerade Penner genannt? Wer ist denn da gerade hängen geblieben? Deine Mutter. Oh, scheiße, Zäune. Ich komm nicht durch. Fuck. Nein. Zäune, die Geißel der Menschheit. Oh mein Gott, ich hab sowas von verschissen. Der Ballistik ist super. Und ich bin sowas von letzter. Ein Sturz hier und dann ist die Nummer durch. Deswegen habe ich mir kein Motorrad genommen. Ja, das ist echt ein Problem beim Moped. Boah. Wie viele Runden sind denn das? Drei. Okay. Na gut, dann kann ich halt noch hoffen, dass ihr irgendwie Scheiße baut. Boah, ich muss echt aufpassen, dass der Heideltraut mich hier nicht wegwärmt mit seinem kleinen Buggy. Boah, der Wichser! Nein! 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 Oh, ich hab die Kontrolle verloren. Gut, das macht weiter so. Wer ist denn da gerade Erster? Der Typ mit dem Dune Buggy da. Krass. Ja, das hat natürlich auch die meiste. Wow! Alter, jetzt aber Wheelie, Alter. Boah, wieso fahr ich euch überhaupt hinterher? Ja, wir hatten da die Punkte nicht mitgenommen gerade. Ah, hier war das, okay. Ah, Scheiße! Fuck you! Alter, ich hab euch wieder, ihr Penner. Der Sarazar klebt uns hinten an den Fersen, Jungs. Scheiße, ja, das gibt's nicht mal so gut und jetzt sowas. Aufstieg und Fall eines Handlungsreisenden. Ach du Scheiße, das haben wir gemacht. Also die Abkürzungen lohnen sich nur bedingt. Ja. Die muss man kennen, vor allen Dingen die Abkürzungen, sonst bringt das nichts. Ja, ich fahr das natürlich auch alles jetzt zum ersten Mal. Ich auch. Dito. Tobi und Heideltraut sind da schon Experten, die haben da schon überhaupt nicht. Der Dennis hat es auf jeden Fall clever. Der kennt die Strecke also schon, der hat auch nichts gesagt, dass er das zum ersten Mal fährt. Ich hab das zum ersten Mal gefreut. Hey! Na klar. Ich hab gesagt, du sollst nichts über meinen Beruf erzählen. Neue schnellste Runde, geil. Jo. So, wen hab ich denn da vor mir? Ich glaube den Tobi. Kannst Tobi, hast du was Schwarzes an, du sexy Luder? Ja, das bist du. Oh, geil, Tobi. Ich komm von hinten, Tobi. Fix mich nie. Was? Ach, fuck it. Fick dich ins Knie? Was sind das für Töne? Ja, Entschuldigung, Tobi. Ach, guck mal, Play Massive kommt da angefahren. Du Assi. Verpiss dich. Oh ne, das Auto. Nein, das kann doch nicht sein. So, ich bin Zweiter. Ich bin wieder hinten in der letzten Runde. Alter. Wieder gegen dieses, an selbe Stelle, selbes Auto. Ey, das dreht sich direkt vor mich, dieser Assi. Ich hatte gerade den Dennis. Ja, setze ich ja. Zum Überholmanöver an und dann so ein Scheiß. Okay, jetzt würde ich Gas geben. Oh nein. Ich hab verkackt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht ja, mit viel Glück überholst du mich noch. Nein! Hau ab! Alter, oh, wer klebt mir da hinten an den Pferd? Tatsächlich, Alter. Was hast du gemacht, Tobi? Du warst ich bin zweimal gestürzt. Nein, was war? Geil! Du Arsch! Das war vom Ziel, ey. Vom Ziel schubst du nicht weg. Vor allem schubst der Motorrad. Mit Motorrad habe ich dich weggeschubst. Motorrad und Quad wegschubsen ist ja auch sehr wahrscheinlich hier. Aber okay, dritter Platz. Gefährliche Ecke da hinten, Tobi. Yeah! Wieder aufgeholt, souverän! Von ganz hinten wieder aufgeholt. Ab in die Hölle mit dir. Yes!
Boah. Du bist Dritter. Oh, Dritter? 10 Jahre. Achso, du bist Dritter. Tatsächlich ist der Tobi noch Letzter geworden. Geil. Ey, ich will eine Wiederholung. Bei mir kommt gar kein Endscreen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, Jungs. Bei mir kommt ja gerade gar kein Endscreen. Ich soll hier alle durchs Ziel fahren. Der Tobi jetzt auch, aber sonst. Bei mir kommt kein Fünfter von 6. Hä? Fünfter von 6? Wie geht das denn? Sind die Alchemisten jetzt noch und ich bin da doch Vierter noch. Ja, du bist Zweiter. Endlich kommt der Endscreen mal. Kann man eine Wiederholung machen? Boah. Ja, kannst du gleich machen. Ich habe einen Punkte. Machen wir eine andere Map, oder? Da waren ja richtig viele dabei. 6 Jungs. Geil. Hatte ich Bock. Geil! Rang 14! Ich freu mich. Aber hier, ne, diese Machenschaften, mich hier mit dem Motorrad wegzudrängen, sind echt. Ja, das. Ja, entschuldige bitte, was soll ich machen? Das wolltest du bei mir eben auch machen, deswegen. Nein, ich wollte nur kuscheln. Auto. Ja. Hey, 616, Alter, 616 ist schon Level 49. Du suchst die! Der ist richtig krass. Der ist richtig krass. Die Alchemisten, Gesamtzeit nie beendet. Was war da denn los? Die Currywurst ist heute leider gar nicht dabei, Freunde. Die Currywurst ist heute gar nicht dabei. Er hat mir vorhin aber eine Nachricht geschickt. Aber die Regie wieder. Ich will eine Wiederholung. Lass wiederholen, oder? Ach Quatsch, wir können doch was anderes machen. Eine andere Strecke. Topfern? Was denn Topfern? Ihr wollt das wirklich Topfern machen? Nein. Töpfern, wie bei Ghost oder was? Wiederholung. Was machen wir? Wiederholung? Warum macht ihr jetzt alle Topfahren, Jungs? Da machen wir eine Riesenmission jetzt noch. Das lohnt sich nicht mehr. Nee, ist keine Riesenmission, aber da muss man fliegen können. Und nochmal die gleiche Strecke, wollen wir nicht eine andere nehmen? Fand's eigentlich lustig. Einmal können wir es gerade noch machen. Wir haben eh schon wieder eine halbe Stunde fast voll. Oh, na gut. Ich beuge mich dem Gruppenzwang. Also ich fand's witzig. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter, ich will keine Wiederholung. Ich verstehe. Ich bin überlegen, ob ich nochmal das Motorrad nehme. Eigentlich ist das ganz gut, aber wenn er halt einmal irgendwo gegenflatscht, bist du durch. Nö, manche haben dann kommen jetzt auch noch andere. Guck mal da. Rishi und so sind auch am Start jetzt. Das ist ganz cool. So, klasse okay, Geländewagen. Ich guck mal ganz kurz. Ah, nee, ich kann klasse nur Geländewagen machen, leider. Verkehr lasse ich ein. Eigene Fahrzeuge ist lustig. Aufholen. Kannst du durchstarten. Let's go! Wrong. Spannungslevel macht der an. Geil. Soll ein bisschen lustig werden. Aber wie soll man das Fahndungslevel denn bekommen? Ich glaube, das ist von Anfang an drin, oder? Oh, hat man dann von Anfang an Fahndungslevel? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ja. Ach du Scheiße, dann nehme ich kein Motorrad. Wegen dem Bullen, ne? Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Bullen. Ich nehme den Buggy mal hier. Oh, hier kann man wetten. Ja, danke Leute, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich A drücken muss, wenn ich wetten will. Ich habe immer einfach nur bereit zum Spielen gemacht. Geh mal den hier. Was wettet ihr denn? Nee, ich wette gerade nicht. Ich bleibe bei der Sanchez. Sanchez. Aber du weißt, wir werden von Bullen gejagt, ne? Wir werden von Bullen gejagt, das heißt, die werden euer Motorrad wegbashen. Egal. Sehr egal. Sehr egal. Ich will Spaß haben, dazu bin ich hier. Und das kann ich mit der Sanchez besonders gut. Mit dem Dirty Sanchez kannst du gut Spaß haben. Die sieht so cool aus. Ich will das Cross-Motorrad perfektionieren. Willkommen bei Mario Kart für Erwachsene. Okay, da bin ich mal gespannt, wer jetzt hier der krasse Autos hier am Start. Die Rishi. Oder der Rishi in dem Fall. Oh, ich starte als Erster. Warum das denn? Cool, ich starte fast als Letzter. Wie geil ist das denn? Scheiße. Jetzt kann der Bronk mich natürlich ganz einfach... Ja, was geht mit der Ballistik denn? Boah, ihr Säcke! Boah! Ey! Mann! Ihr hasst mich nur, weil ihr auf dem Zweiten wart! Jetzt werde ich voll verkackt. Alter, war das knapp. Boah, jetzt war ich. Was ist denn das hier von der. Das ist eine Unglücklichkeit. Alter, Frau gegen die Alchemisten hinter mir. Alter! Nein, Plimmisse von mir! Lass es sein, Dennis, lass es sein. Ich will mein Motorrad zu. Alter, wie schnell ist mit der Ballistik? Das kann doch nicht wahr sein. Ich frage mich auch. Ach, der hat ein eigenes Auto getuned, bestimmt. Sorry, du kannst, kann das nicht sein. Den Buggy kann man nicht tunen. Boah, der muss also auch mit so einem Ding fahren. Ich kann gleich aufgeben. Mein Buggy hier, der überschlägt sich bei jedem Scheiß. Boah, wie ich heize hier. Aber das mit dem Fahndungslevel? Hier gibt's gar kein Fahndungslevel. Nee, ich dachte, wir sind auch gestürzt. Die Alchemisten wurden weggenockt. Ja. Und der dreht sich auch gerade alle. Mist, Alter, der Käfer ist voll scheiße. Das ist voll scheiße. Ich kann den Käfer nicht fahren. Hol doch. Das ist voll scheiße. Der gibt dich immer um. Ich bin mit dem Käfer mit einer Hand gefahren. Ich bin hinter Ballistik, Jungs. Wo hast du die anderen Daumen? Die Alchemisten hat mich gerade überholt. Tobi? Bitte? Hattest du die andere Hand? In der Hose. Da, wo sie hingehört. Das ist gut. Boah, das kann doch nicht sein. Der Dune Buggy ist eigentlich langsamer als mein Fahrzeug. Ich verstehe es auch nicht, warum der Erste ist mit dem Ding. Der ist auch voll richtig abgebissen. Der hängt noch richtig ab mich hier. Das gibt's gar nicht. Der macht richtig Zeit gut. Der ist auf jeden Fall super. Der ist super viel schneller als auch als die Calvados. Wie heißen die? Stimmt doch was nicht. Ja, ich glaube auch. Der schummelt.
Der Schummel. Ich weiß es natürlich, ich will jetzt niemand in die Schuhe schieben. Nein, der Schummel. Der Schummel. Unkoscher, ja, genau. Du schummelst. Nein, ich hab mich gedreht, nein! Geil. Wer ist denn da so nah hinter mir gerade? Der Tobi steht drauf, wenn sich der Dennis dreht. Nein! Alter! Der Player, der Arsch. Der hat mich beinahe weggecheckt, der Sack. Nein! Nein! Dieser Penner. Also steht das beinahe noch oder hat sich das geändert gerade? Das gibt's doch nicht. Play Massive ist auf dem ersten Platz, war ich, ja. Also irgendwie, ja. Die Anzeige stimmt aber auch nicht ganz da. Boah, ne? Der Player ist absolut cool. Ey, das muss ich echt zurücknehmen, wow, sorry, Alter. Fuck it! Ich wusste nicht, dass du es warst. Aber der hat mich gerade vorgelassen, weil er mich weggenockt hat. Das ist echt nett. Scheiße, und ich habe gerade einen Fehler gemacht und da überhaupt nicht gerade... Wer ist das eigentlich im rosa Jeep? Das ist Rishi. Ja, boah, fucking einen Zaun, ist klar. Boah, Rishi! Er hat mich gerade voll weggesmessed. Aber der Käfer... Das messt mir. Boah, der Käfer ist echt scheiße. Am besten ist echt der Buggy, ne? Der Ballistik macht ja auch die ganze Zeit neue Bestzeiten. Ich verstehe das gar nicht. Ich krieg den niemals in Ballistik. Das ist viel zu krass bei dem Typen. Boah, Vorsicht. Da ist ein Traktor. Trecker auf der Strecke. Traktor. Boah, ich kann eigentlich gleich einpacken mit dem Käfer. Scheiße. Aber war echt ein Griff ins Klo. Liebe Freunde, wenn ihr Wüstenrallys macht, nehmt nicht diesen Buggy. Ja. Es sei denn, ihr beherrscht ihn perfekt. Das Motorrad ist eigentlich super, aber ich glaube, der Dune Buggy ist das Rezept. Alter, da kommt ein Zug. Die Leute, die das schon ein paar Mal gespielt haben, spielen mit dem Dune Buggy. Ey, wenn dann Alter, Mega-Ruckler gerade. Ja. Oh, ja, ja. Kriege nicht abgehängt. Ja, was klar. Jetzt, okay, ich bin tot. Oder was ist jetzt? Alter, ich hänge hier fest, what the fuck? Nein. Persönliche Bestleistung 1,41, da kann doch was nicht stimmen. Das war deine beste Runde. Und wieso überhole ich... Ja, aber ich hatte einen fetten Unfall. Wieso überhole ich dauernd Rishi? Das macht sie doch extra. Also der Player glaube ich auch. Also der hat mich ja eben weggenockt, aber den habe ich jetzt abgehängt zum Glück. Aber der spielt eigentlich gut. Der hat mich jetzt extra wieder vorgelassen. Er hätte locker Zweiter sein können. Also ich glaube auch, dass Rishi mich ja vorne... Ballistik beendet das Rennen als Erster, Alter. Ja, natürlich. Das ist ja klar. Die neue Ameise. Aber, nee, aber ach, Quatsch, ich hab echt eine solide Nummer gemacht. Ich nehme den Mund besser nicht zu voll. Nein. Boah, ganz nah. Naja. Aber danke dir, Player, nochmal. Sorry, dass ich Penner genannt habe. Ich wusste nicht, dass du es bist und mich hätte einer weggeschickt. Es war ein Würgereflex. Ich bin mal wieder die Mitte, die goldene Mitte. Ich komme als Vorletzter eingetrudelt wahrscheinlich. Zweiter, Leute, ich bin mittlerweile Level 10. Zwei Folgen, ne? Ja, in zwei Folgen, zwei Level. Cool! Die Aufholjagd. Und bei mir ist man wenigstens auch noch dabei. Was? ja, bei mir auch übrigens. Naja. Ich hab's dann gesagt, letztes Mal habe ich nicht mehr gelevelt, ja, weil ich dachte, gewonnen. Der Walle wollte das nicht mehr. Da nehme ich Rücksicht drauf. Aber Dennis ist so blöd, wenn wir im Deathmatch sind oder so. Oder jetzt auch hier beim Fahren. Bessere Fahrskills haben die anderen. Ja, aber ohne das hätten wir vorhin den Überlebenskampf nicht geschafft. Ja, gut, das stimmt. Doch! Nein! Den hätten wir auch so geschafft, Tobi. Ich will nicht mehr. Okay, wir machen jetzt, gehen mal zurück in die Dings, würde ich sagen, ne? In die Realität. In die richtige Welt. Und dann Ballistik! Der zeigt jetzt den Mittelfinger. Vielleicht können wir in der nächsten Folge ja mal auf einen richtigen Server gehen. Ja, das wäre eine Idee. Oder ja, bin ich dabei. Gefällt mir. Ameisen, gefällt mir, wo bist du? Ja, gefällt mir nicht. Was passiert, wenn ich gefällt mir nicht mache? Wollt ihr ein bisschen Action wieder machen, ne? Mal ein paar Leute umbetzen und so. Eideltraut hat $400 verloren. Ja, weil ich auf dich gewettet habe. Ja, ich wette auf deine Mutter. Okay. Was? Das ist leider immer das Geld liebe weg, Kinder, weißt du ja. Ich gehe jetzt in freien Modus. Ja, Tito. So, da gehe ich auch mal in freien Modus. Das war sehr verletzend. Du bist ein guter Lügner. Ach ja. Ich bin ja bald Level 20. Und du, Tobi? Geh nicht einen Scheißdreck an. Okay. Ach, Sarazar, bei unseren Channels kann man das wenigstens noch sehen, wie man wächst, weißt du, im Spiel, wie der Charakter wächst. Nee, das finde ich ehrlich sogar cool. Ja, finde ich auch viel besser als bei den anderen. Nicht, also minimal gelevelt, nur weil der Server mal abstürzt. Aber sonst habe ich eigentlich nichts ohne die Zuschauer gemacht. Ich habe zwischendurch, war ich ja immer joggen und ein paar Läden überfallen, aber nur zwischen der ersten und zweiten Aufnahme. So oft, wie ich gespielt habe, mich hochgespielt habe und dann kam immer oben rechts, Gronkh.de spielt GTA 5.
Da meint ihr die ganze Zeit jetzt auch im Loading raus. Natürlich, Alter. Jetzt kommt's raus. Weil wir nehmen mal das Play aufnehmen. Natürlich. Ja. Ich hatte letzte Runde Level 11 und hab hier auch mit Level 11 gestartet, ihr kleinen Penisse. Hast du den Charakter wieder extra neu gemacht nochmal, ne, damit das nicht peinlich wird. Ja, extra nochmal genau gleich gespielt. Ich hab schon 5 Charaktere, weil ich so geil bin auf das Spiel. Das ist so schon krass. Ja, die Frage ist, okay, was machen wir denn? Wir uns für diese Episode. Genau, was machen wir in der nächsten Episode? Richtigen Server. Können wir mal ein bisschen scheiße, ich lade Ameise ein. Ja. Schön, freu ich mich. Boah, den bring ich um, den mach ich richtig fertig. Ich bin gespannt. Cool, Jungs. Ja. Können wir ein bisschen Player-Kill machen, ein bisschen assi sein, mal zwischendurch. Wir sind ja sonst immer so nett, weißt du? Da kann man ja. Tobi, der Mann will dich. Der Mann will dich, Tobi. Ich bleibe nett. Ich mach hier noch ein bisschen Half-Pipe zum Verabschieden. Wen hast du denn gerade umgebracht, Tobi? Ach, leg dich niemals mit einer Frau an, Alter. Ich hab erstaunlich viel Geld verdient in der Zeit. Tobi, kommst du mit? Es gibt mir zu denken. Wo bist du? Hier, schnell. Oh, Hilfe. Ne, steig ein. Im Prinzip ist ja scheißegal, wie viel Geld man hat, weil wir kriegen nur 500.000. Hast du gerade geballert? Der hat gerade geballert. Boah! Das gibt's ja gar nicht. Alter, weißt du mal, was das Lustige ist? Dass er 1200 Dollar zahlen musste, weil er uns gesprengt hat für die Karre. Scheiße. Ja, und er kriegt alles irgendwann Spielverderber. Dann kann er nicht mehr mit uns spielen. Du bist als Spielverderber, wenn du nicht aufhörst. So, siehst du. Was hast du denn gemacht, Dennis? Der hat uns gerade in Luft gesprengt. Er hat mir Erik sein Autoblatt gemacht. Ja, das geht nicht in der Crew-Session, ne? Was denn? So. Das geht nicht in der Crew-Session, dann kriegst du auf den Sack, wenn ihr die Crew-Typen tötest, oder was? Nee, allgemein, wenn du gegnerische Fahrzeuge, also die Fahrzeuge von anderen Mitspielern zerstörst, wirst du geflaggt irgendwann. Aber das muss doch gehen. Ich meine, ich kämpfe ja auch mit denen. So, warte, da sind die Alchemisten, ich hoffe, wenn der hasst mich nicht. Wenn jetzt jemand 5-mal angreift. Ich kann da leider nicht... Okay, Jungs, machen wir jetzt eine kleine Folgenpause und sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's los mit euren richtigen Bällchen. Ne? So, ich steig mal bei den Alchemisten ein und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge so machen. Ich bin sehr gespannt. Freunde, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss.